Der Besuch der Bundesvorsitzenden der SPD, Andrea Nahles, hier bei ihren bayerischen Genossen, er sollte wohl etwas den Wahlkampf wiederbeleben. Denn die SPD in Bayern, sie dümpelt zwischen 11 bis maximal 14% in den Umfragen vor sich hin. Doch ganz schnell war klar, dass die Tagesaktualität aus Berlin auch hier die Themen beherrscht. Genauer gesagt der Fall Hans-Georg Maaßen, des früheren Präsidenten des Verfassungsschutzes. Da hatte Herr Seehofer aus einer Personalfrage jetzt wieder eine Koalitionsfrage gemacht. Das ist nicht nachvollziehbar. Seine Entscheidung, dann den Mann auch noch zum Staatssekretär zu machen. Dass ein Mann, der das Vertrauen gebrochen hat als Chef des Verfassungsschutzes, jetzt von Herrn Seehofer an eine Position gehievt wird. Und das kann Ihnen niemand auf der Straße, kann das nachvollziehen. Da hat Herr Seehofer mit seinem Verhalten diesem Land etwas zugemutet, was viele Menschen nicht mehr nachvollziehen können. Es gibt, und das ist jetzt auch noch mal deutlich geworden, bei uns unterschiedliche Einschätzungen, unterschiedliche Haltungen. Ich habe an Andrea Nahles als Parteivorsitzende einen Brief geschrieben mit meiner klaren Haltung. Um die Koalition, eine handlungsfähige Regierung in einem sehr schwierigen europäischen Umfeld jetzt auf die Waagschale zu werfen. Und da habe ich mich klar positioniert. Das gebe ich zu, nicht nur das, sondern dazu stehe ich auch gegenüber, da trete ich auch gegenüber meiner Partei ganz klar auf. Die GroKo-Frage sollte sich vielleicht mehr oder weniger Herr Seehofer langsam mal stellen, in der Art und Weise, wie er handelt. Und er handelt ja nicht das erste Mal so, dass er dieses Land an den Rande einer Staatskrise kriegt. Für mich ist dieser Mann außer Rand und Band und der soll sich jetzt mal, man sagt auf gut Bayerisch, der soll sich jetzt mal zusammenreißen. Des Weiteren ging es um Themen, die nicht nur bayernweit, sondern auch bundesweit ganz oben auf der Liste der SPD stehen. Wohnungsnot und Kita-Plätze. Dass in Bayern 26 Städte der 30 Städte bundesweit liegen mit den höchsten Wohnkosten. In den letzten Jahrzehnten hat der Freistaat sich aus dem sozialen Wohnungsbau komplett rausgenommen, hat die Verantwortung den Kommunen übertragen, hat gesagt, wir haben damit nichts zu tun. Das ist ein Riesenfehler, ebenso wie der Verkauf der staatlichen Wohnungen der GBW-Gesellschaft, 33.000 Wohnungen. Die Preise für einen Kita-Platz, die gehen zwischen 200 bis 800 Euro, was für Normalverdiener überhaupt nicht mehr realistisch ist. Deswegen ist das ein sofort wirksames Instrument. Und wir sind generell als Sozialdemokraten und Sozialdemokraten von der Kita bis zum Meister eigentlich für Gebührenfreiheit. Die bayerische SPD, sie ist auf der Suche nach Wählern und erhofft sich sicherlich von diesen klassischen sozialen Themen noch mal einen Ruck in den letzten Wochen vor der Landtagswahl. Ob der Besuch der Bundesvorsitzenden Andrea Nahles als Defibrillator für die bayerische SPD gewirkt hat, das wird sich dann erst am Wahltag zeigen.